Willkommen zu einer neuen Runde Timulia 101. Ich hoffe, dass das jetzt mal was Richtiges hat. Hallo, Bro. Bist du irgendwie anwesend oder eher weniger? Hängt super an. Aber da habe ich ein bisschen Zeit zu erzählen. Ich hoffe, dass das jetzt mal hier was Besseres wird. Und es ist mir relativ wayen, wenn der Typ nicht da ist. Dann wird er jetzt halt geobby-trapped. Ja, ich habe gerade ungefähr 8 Runden Skywars gespielt, wo ich immer die letzten Hurensöhne drin hatte. Also das ist was ich mich wirklich frage, ist jetzt in dem Monat, bin ich jetzt in diesem einen Monat, wo ich nicht viel gezockt habe, so rusty geworden? Und ich meine, der Fight hier gerade sieht nicht so rusty aus, würde ich mal behaupten. Oder sind alle wirklich so viel retardeter geworden? Jetzt mal ernsthaft, weil wenn ich mir anschaue, wie die in Skywars, also gut, Skywars ist generell, das Problem mit Skywars ist, du kannst Skywars nicht mehr normal spielen. Du kannst in Skywars keinen Spaß mehr haben, wenn du nicht wie der letzte Hurensohn spielst. Ey, Timoli hat gerade ungelogen knapp 5 Minuten gebraucht, um mir hier einen Fight zu organisieren. Nice. Naja, wie dem auch sei, wie gesagt, man kann Skywars nicht mehr normal spielen. Das ist das Problem. Du kannst, wenn du Skywars spielst, dann du hast dann teilweise Waterfights, wo dann Leute die komplette Map unter Wasser setzen. Und das, ich meine, das Team versucht ein bisschen was dagegen zu machen, aber das Team versucht selber auch nicht wirklich viel dagegen zu machen. Also wirklich, du kannst die meisten Sachen nicht mehr spielen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Tim eigentlich gar keinen Bock mehr auf das Game hat. Geiles Kit, Bro. Bro, was ist das für ein Kit? Also für den Rest der Aufnahme reicht das definitiv. Nee, nicht, wenn ich so spiele. So, Digga, jetzt spielen wir mal mit meinem Kit. Jetzt können wir mal sehen, wie es mit einem Kit aussieht. Ohne 25 Foldier-Rüstung und 15 Stacks Goldäpfel. Generell, du hast so viele Cheater und generell ist Minecraft... Minecraft ist so toxic geworden. Du wirst selbst in CSGO wirst du weniger beleidiger als in Minecraft. Und in CSGO sind nur fucking besoffene Russen. Es gibt Clan Wars, Clips, wo ein Team am Verlieren ist und dann sagt, ich doss den jetzt. So denke ich mir auch so, nice, Digga, genau so sollen Turniere sein, Digga. Wenn du verlierst, dann dossst du einfach deinen Gegner weg. Stück Scheiße. Also ich kann verstehen, dass man gewinnen will und dass man besser werden will. Aber dieses Gewinnen um jeden Preis, dieses, ich meine, ganz ehrlich, es ist eine Straftat, jemanden zu dossen. Und dieses, dass man das auch in Kauf nimmt, nur um den fucking Game zu gewinnen. Naja, also keine Ahnung, generell. Also wirklich, Minecraft ist ein Spiel. Ich weiß nicht, ich spiele es immer noch sehr gerne, aber es geht irgendwie sehr krass bergab mit der Community. Mein Tim und ich waren mal auf dem Discord mit Leuten, die gesagt haben, dass sie lustig fanden, was Adolf Hitler gemacht hat. Also so und sowas spielt dann halt Minecraft, wo ich mir dann auch so denke, Guys, irgendwie, keine Ahnung, wie oft muss man auf den Kopf gefallen sein, um so Aussagen treffen zu können. Ich kapiere es einfach nicht, aber ich werde es auch nie kapieren. Ich versuche eigentlich mir von so Idioten nicht das Game zu ruinieren, beziehungsweise ruinieren zu lassen, so deutsche Ölker, wie ist das? Aber man hat halt trotzdem einfach, aber manchmal triggert es mich auch. Und ich glaube, dass es Tim triggert, sollte jeder wissen, der nur einen einzigen Stream auf meinem Twitch mit ihm gesehen hat. Hey, bei uns wird gerade irgendwas an der Straße gemacht und die Bauarbeiter, die hupen da im gefühlten Millisekunden. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, die hupen wirklich mindestens minütlich. Da fuck. Ja, so kann man auch gewinnen. So Leute, ich will mal sagen, das wird jetzt der letzte Fight, falls der Typ mal irgendwie anfangen wollte. Bro. Was ist sein Problem hier? Ja, komm, let's go. Ich bin auch tatsächlich eigentlich heute bzw. morgen nicht zu Hause. Das heißt, ich muss das unterwegs schneiden, was kein Problem ist, weil mein MacBook mehr als genug Leistung dafür hat. Warte mal. Chill. Report. Wiederschauen. Und reingehauen. Ja, Bro. Orbitrap direkt mal versuchen. Aber vor allen Dingen muss ich das halt auch unterwegs hochladen. Und wo ich unterwegs bin, ist kein Internet. Das heißt, ich muss es über meine Internetflat hochladen, was chillig ist. Ja. GG. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like. Nehmt einen netten Kommentar, darüber würde ich mich mega freuen. Und ein Abo. Teilt das Video auch sehr gerne mit euren Freunden, wenn ihr denen mal sagen wollt, dass sie die letzten Hurensöhne in Skywars spielen oder in irgendeinem Spielmodus, egal, oder wenn sie jemanden dossen, nur um ein Game zu gewinnen, dann schickt ihr mal das Video, dann wissen die, dass sie Retard sind. Folgt mir unbedingt auch auf Twitch, Twitter und Instagram, es ist alles unten in der Beschreibung verlinkt, wie gesagt, abonniert mich hier, aktiviert die Glocken, sowohl hier als auch auf Twitch. Ich habe auf jeden Fall Livestreams mit Tim geplant, mal was ganz anderes, was ich, glaube ich, so noch nie auf meinem Kanal gemacht habe. Ich habe mit Tim ausgemacht, dass wir am Freitag, das heißt, wenn das Video rauskommt, in 3 Tagen, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, wann ich es hochladen werde, aber in 3 Tagen, wenn ich raten dürfte,
Wollen wir einen Stream machen, wo wir auf so Highlights von Corona-Leugner-Retards reacten? Hey, ich werde angerufen. Wait a second. Ja? Ja, das kann Tatsache sein. Ja, deswegen hatte ich mich gerade auch gewundert. Jo, ciao. Da bin ich wieder. Wie gesagt, ich wollte einen Stream machen, beziehungsweise Tim und ich wollten auf meinem Twitch, twitch.tv/gamerforlife, einen Stream machen, wo wir halt auf chillig immer so auf diese Corona-Leugner reacten, weil die sind schon echt lustig. Oder beziehungsweise, es wäre echt lustig, würden sie es nicht ernst meinen, aber trotzdem ist es echt lustig manchmal. Dementsprechend, Leute, checkt das unbedingt aus, sofern Tim mal zur Abwechslung aufkreuzen würde, wenn wir ausmachen, dass wir streamen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt generell meinen Twitch aus, Tim und ich wollten mehr streamen. Wir wollten auch mal mittags streamen, wenn ihr Homeschooling habt, können wir Tim Rage quitten, dies, das. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Es ist mega lustig geworden. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.